Und ihr könnt wirklich mit X durch Spam immer wieder eine Platte kaufen und ihr bekommt dafür auch immer wieder Waffen-XP. Das heißt, landen, viel Geld sammeln, erstmal schon mal im Shop die Waffe kaufen, Safe-Pack-Aufträge machen. Meine Mama. Welche Waffe wollen wir denn gelevelt haben? Die neue DLC-Waffe, die können wir mal leveln. Schnapp ich mir mal hier rein. M13, Stufe 3. Merkt euch das. Einmal merken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem erneuten Modern Warfare, beziehungsweise Warzone-Video. Wir möchten jetzt den Stylus-Trick. Ich glaube, das ist nicht von Stylus erfunden. Ich hoffe nicht. Abonniert ihn nicht. Abonniert meinen Kanal. Nein, Spaß. Abonniert auch Stylus seinen Kanal. Wir müssen die Solo-Wins auch noch machen. Oh nein. Na, das machen wir heute nicht. Heute machen wir was anderes. Heute leveln wir Waffen. Wie das geht, zeige ich euch. Schaut mein Video, nicht Stylus sein Video. Wie kriege ich jetzt eigentlich die neue Sniper? Ich habe das mit dem verdammten Battle Pass noch nicht verstanden. Token kaufen. Ich will doch keine kaufen. Ich habe doch Token. Wie kann ich die denn usen? Ich verstehe es nicht. Ich schwöre, ich habe es noch nicht verstanden, ne? Jetzt kaufe ich das mit COD Points, Bruder. Aber ich habe doch 64 Token unten links. Was? Wie schalte ich das denn frei? Wie schalte ich die frei? Bro, wie schalte ich die denn frei? Hatte ich schon ein Intro gemacht? Ich weiß nicht, ob ich das Intro gemacht hatte. Letztens hat einer kommentiert, weniger Mühe kann man sich ja nicht geben. Bruder, das ist doch das Authentische an dem Kanal, dass ich Sachen wie Thumbnail machen und ein bisschen babbeln und einen Versprecher drin lasse. Das ist doch nicht Faulheit, du Vollkopf. Was? Das ist doch nicht Faulheit, du Dummkopf, Alter. Ich blende euch jetzt mal ein. Die Videos sind trotzdem absolut geschnitten, weil ich jetzt nicht uncut alles durchlaufen lasse. Meine Güte. Naja, ich will mich nicht aufregen. Ein neuer Tag, beziehungsweise, doch, es ist ein neuer Tag. Nicht so einer drin. Hallo? Ja, hier ist er. Schade. Er hat den Safe-Knacker noch nicht angenommen. Er hatte aber eine Waffe, glaube ich. Tag 5, 6, ganz schnabulierende Waffe. Leute, seid ihr noch im Warzone-Grind oder hat's euch schon vertrieben? Ich habe gestern ein Video auf John Rage hochgeladen. Absolut 10 von 10. Oh Gott, jetzt reden hier Leute. Wo ist der Knacker? Ah! Wo ist der Knacker? Hey, Na. Guy. Digga, jetzt babbel er mich voll hier. Yo, Bro, what's up, my friend? I hate you, I hate you. Leave me alone. Wo ist der Safe-Knacker? Jemand anderes hat ihn aufgenommen, oder? Ja, hab ich. Nein! Du Wichser, Alter! Renn hier. Wo bist du hin, Junge? Wo bist du hin? Ich hole mir deinen Arsch. Ah ja, da sehe ich doch jemanden. Hallo? Hallo? Ja! Hilfe, 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 Hilfe! Josef, Junge, reiß dich jetzt zusammen, okay? What? Bro, concentrate, okay? Oh, geile Runde. Ja, nicer Start, Leute, ins Video. Ich habe ja schon keinen Bock mehr, Alter. Verdammt, die Scheiße. Dann lass mich jetzt wenigstens noch mal kurz diesen Scheiß hier verstehen. Okay, wir können das jetzt hier beanspruchen, beanspruchen, beanspruchen. Dann können wir ein weiteres Feld gehen. Nee. Oder ich dachte, man läuft dann so ein bisschen so auf Dulli. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber ich muss vielleicht noch den ganz oben beanspruchen. Oh, ja, okay, okay. Ja, Digga, ich bin doch ein Dummkopf, Alter. Oh Mann, so blöd. So blöd kann man nicht sein. Jetzt kann ich hier wieder alle einzeln beanspruchen. Den hier oben beanspruchen und dann kann ich. Oh Mann. Oh Mann. Na komm, dann schalten wir auch noch die neue Sniper frei. Dann leveln wir die auch noch hoch. Jawohl. Und wie kriege ich die Token unten rechts? Da geht ja immer ein Token weg. Ich glaube, weil ich die World Edition habe, habe ich ein paar Tokens geschenkt bekommen. Kann ich alles freischalten mit den Token? Ich glaube nicht, ne? Na gut, scheiß drauf. Ich mach die nochmal hier auf korrekt rein. Victorious XMR. Mein zweites Video auf John Rage zu Warzone 2 ist das schlecht performendste Video seit langer, langer Zeit. Das muss man sich mal vorstellen. Warzone 2 interessiert nicht so viel, habe ich das Gefühl. Also klar, ich habe auch eher einen Multiplayer-Kanal, aber das sind schon sehr erschreckende Zahlen. Oder sagt mir, fandet ihr es nicht interessant, dachtet ihr, ist Warzone 2 ein Flop bei dem Titel? Oh, John, jetzt heult er wieder rum, jetzt ist er wieder nur am Rumbabbeln und habt es deshalb nicht angeklickt. Oder wurde es euch nicht vorgeschlagen oder interessiert es euch schon nicht mehr? Ich weiß es nicht.
Ist nicht schlimm, ne? Das überlebe ich. Aber ich finde es nur interessant zu sehen, Alter. Warzone 2, mein zweites Video. Ja, moin, schon interessiert keinen mehr. Und ich glaube, auch bei den anderen Jungs gehen die Warzone 2 Videos jetzt noch nicht so exorbitant ab. Vielleicht liege ich aber auch falsch. Ich weiß es nicht. Wo ich nicht falsch liege, und das schreibt euch jetzt hinter die Ohren. Heute ist Black Friday. Ich werde euch jetzt das ganze Wochenende zumüllen damit. Aber ihr müsst es verstehen, denn diesen Rabatt gibt es höchstens nächsten Black Friday, nächstes Jahr wieder. Denn aktuell gibt es bei meinem Partner Aim Controller diese wunderschönen Controller mit Paddle hinten, modifizierbar, Logo raufmachbar. Alles könnt ihr schön euch anpassen, wie ihr lustig seid. Die gibt es aktuell reduziert mit dem Code John für was? Über das Wochenende. Bitte nicht jetzt. Ist doch noch jemand. Mann, Digga. Nur über dieses Wochenende gibt es mit dem Code John 90 Euro Rabatt auf eure Controller-Bestellung. Und der Mindestbestellwert, der bleibt sogar gleich, nämlich bei 249 Euro. Wenn ihr euch einen Controller konfiguriert für 249 Euro oder zwei Controller, drei oder vier oder fünf Controller, bestellt mit Kollegen, wie auch immer, und ihr gebt dann am Ende John ein beim Gutscheinfeld, spart ihr 90 Euro nur über dieses Wochenende. Dieser Gutscheincode war noch nie so hoch, das schwöre ich euch, ich bin seit 5 Jahren Partner. Und er wird vor allem erstmal so schnell nicht wiederkommen. Höchstens nächstes Jahr Black Friday. Aber das ist ja noch ein Jahr hin. Deshalb schlagt dieses Wochenende zu, sonst werdet ihr es bereuen. Was? Mann, Alter! Ey, welcher Gutscheincode war es eigentlich nochmal? John. J-O-H-N. Gebt bloß nicht den von Aim Controller ein, den Code. Oder von irgendwelchen anderen Creatern. Gebt meinen ein. Nur dann profitiert John. Nur dann gibt's auch was für mich aufs Brot gespielt. Let's go! Wir brauchen XP. Und wir brauchen vor allem erstmal die Waffe. Wir müssen erstmal 5000 Euro finden. Dann müssen wir uns die Waffe, die wir leveln wollen, am Shop kaufen. Dann machen wir die Panzerknacker-Aufträge ohne Ende. Sammeln Geld ohne Ende. Kaufen uns dann am Ende, wie oft habe ich Ende gesagt? Am Ende kaufe ich mir dann mit dem ganzen Geld Panzerplatten, während ich die Waffe oben habe und die ganzen XP, die ich sammle über das Spiel, über die Aufträge, über die Sachen, die ich dann am Ende kaufe im Shop, die landen alle auf meiner Waffe. Deshalb zusammenreißen jetzt mal und die neuen Waffen leveln, suchten, leveln, Wochenende saufen und zocken. So, welche Waffe hole ich mir jetzt? Ich glaube, die neue M13. Taugt die was? Oder ist es jetzt komplett, hier, Primärwaffen, M13. So, wenn ich jetzt XP sammle, landet das alles auf dieser wunderschönen Waffe. Unten ist der Safe-Knacker, den machen wir jetzt zu Ende. Für jeden beendeten Auftrag kriegen wir extrem viel EP. Und das ist das Krasse, man kriegt nämlich für jeden weiteren exponentiell mehr EP. Und das hört nicht auf. Das heißt, beim 4. und 5. Auftrag, wenn wir es schaffen, so viele zu machen, wird das so insane viel vom XP, dass das einfach schmeckt und wir in einer Runde unsere Waffe max leveln können. Wir haben uns aufgeschrieben, wie viel? Stufe 7 schon. Bro, nur durch den neuen Auftrag, die war doch Stufe 3. Lass uns den Tesla nehmen. Apropos Tesla, wie laufen eure Aktienportfolios? Ich bin ungefähr 7000 Euro minus. Investieren, haben sie gesagt. John, das Geld wird auf der Bank nur weniger, haben sie gesagt. Es ist leicht verdientes Geld, haben sie gesagt. Ja, wahrscheinlich. Naja, wird schon alles wieder. Solange wir nicht auscashen, können wir ja nichts verlieren. Beziehungsweise entweder dann alles, wenn der Weltkrieg ausbricht und dann alle Aktien. Na gut. Aber ich glaube, wenn der Weltkrieg ausbricht, dann haben wir andere Probleme als unsere Aktienportfolios. Mal Kasse plündern. War nicht schlimm übrigens letztens das Placement, oder? Kann man sich nicht beschweren. 50 Sekunden ist doch okay. Alter, das ist so krass, ne? Ich lade so viele Videos hier auf dem Kanal hoch. Aber wenn man das monetär vergleicht, wenn ich nur eine 50-sekündige Werbung drin habe, ich habe hier Minuten über Minuten, die Videos sind sehr lange hier. Das heißt, ich habe 20, 25, 30 Minuten teilweise Content. Und wenn ich aber nur 50 Sekunden Werbung in 20 Minuten reinmache, außerhalb über eine Werbekooperation, bringt mir das so... Fahr doch schneller. Bringt mir das... Ach. Bringt mir das so unverhältnismäßig viel mehr Geld, als wenn ich das nicht drin habe. Das ist krank. Das ist wirklich, wirklich krank. Ich werde mich umschauen, dass ich sowas regelmäßiger am Start habe, weil das ist zu lukrativ, wie diese wunderschönen Level
Tricks hier vom guten Styler. Ich küsse dein Herz. Nein, 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 nein! Wir haben so viel Geld, wir haben 23.000. Damit will ich jetzt eigentlich zu einem Shop. Der ist ja ein bisschen weit weg. Damit ich mir schon mal diese ganzen... Ah! Fuck! Joe, du kleiner Hund, Digga! Der ist von da oben. Boah, ich hasse sowas. Ich erschrecke mich so sehr bei solchen Sachen. 6er Kröten, Digga. Für nichts. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ich jede Woche in einem der, ich lade ja so, keine Ahnung, 5-6 Videos die Woche hoch, 4-6 Videos lade ich hoch, wenn ich in einem dieser Videos eine 50-60-sekündige Werbeunterbrechung drin hätte und das jede Woche einmal, das heißt viermal im Monat, dann würde ich wahrscheinlich das Fünffache verdienen von dem, was ich aktuell verdiene, mit den Aufrufen von allen Videos zusammen. Das Geld, was ich mit 20, 25 Videos verdiene, verfünffacht durch 4 kleine Werbekooperationen. Obwohl, verfünffacht ist komplett gelogen. Digga, was rede ich? Verfünffacht, Alter. Nein, das ist Quatsch. Verdoppelt. Digga. Verdoppelt oder vielleicht verdreifacht. Kommt auf den Deal an. Kommt wirklich auf den Deal an. Wahrscheinlich eher verdoppelt. Ich habe Scheiße gelabert. Aber trotzdem. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja so minimaler Mehraufwand und es ist ja so minimal nervig auch nur für euch, weil ich sag mal so, ne, 5 Videos die Woche mit 20 Minuten Content, wie viele Minuten sind das, Bro? Das sind 100 Minuten, oder? Das sind das 100 Minuten? Ich meine, das sind 100 Minuten. 100 Minuten davon ist eine Minute Werbung drin in der Woche. Und ich verdiene am Ende das Doppelte. Das ist schon krank. Also ich muss eigentlich mir den Arsch aufreißen. Viel mehr, dass ich diese Werbekooperation ranbekomme. Kann mir auch jeder schreiben, Geldgeil, was auch immer. Ja, bin ich Geldgeil? Natürlich, Digga. Natürlich bin ich Geldgeil. Jeder hat doch Spaß an Geld. Ne? Ne, ich rede auch die ganze Zeit in Game. Die Leute denken sich, Junge, was hat der? Was hat er? Probleme, Alter? Mann, ihr Arschkriecher, Digga! Mann, Alter! 27.000! Okay, wo war jetzt hier der große Geldspot? Ich glaube... Warte, ich glaube, da unten ist der große Geldregen. Da müssen wir hin. Hier irgendwo, hier. Wie schlecht sind eigentlich die Markierungen in Warzone 2? Sie dachten sich, yo, lass uns einfach die Markierung aus Warzone 1 nehmen und nicht nehmen. Leute, es ist mein Geld hier, lass mich in Frieden. Oh, alle landen da, alle riechen das Geld. Ja, okay, ihr seid alle so rich. Ja, wenn sich alle streiten, ne? Freut sich am Ende nämlich der John! Oh mein Gott. Ich nehme jetzt den Kasse, die Kasse. Ich nehme den Laden auseinander. Ey! Gamer, we can share! No, we can't share! It's all mine! Yeah! Wir haben schon das Geld zusammen gleich. Ja, wir haben das Geld. Ja, lebt denn der alte Holzmichel noch? Ich nehme den Tesla. Ich suche einen anderen Shop. Dieser Sound, wenn man in den Tesla einsteigt, das ist so geil, ey. Ich fasse es wirklich nicht. Lasst mich jetzt mal alle in Frieden. Wo ist der nächste Shop? Wir fahren hier ganz regelkonform auf der rechten Spur. Ist aber langsam das Scheißteil, ne? Bisschen langsam ist er schon. Achtung. Oh, hier war jemand. Hallo. Ich bin mit ganz viel Geld am Shop. Bitte lass mich in Ruhe. Hey. Hey. Hallo. Bro. Ey, lass mich mal in Ruhe. Ich farm auch nur. Du farmst nur XP? Ja. Ja, ich schwöre, ich lass dich in Ruhe. Wallah, ich lass dich in Ruhe. Aber nur, wenn du mich in Ruhe lässt. Ja, gut. Ich hätte dich schon töten können, aber... Ey, ich war das nicht. Ja? Wer war das dann? Jemand hat meinen Tesla kaputt gemacht. Ja, Digga, nee, das ist nicht safe hier. Das ist mir nicht Coacher mit euch. Ich kann das Ding jetzt hier auch auftauen, reparieren. Macht das das auch, wenn ich jetzt kurz mal shoppen gehe? Ist das so Hightech? Bro.
Please don't kill me, bro. Please don't kill me. I don't have weapon. Bro, come. Where should I come? My guns. I have too much money. I have too much money. Please don't kill me. I'm going to shop now with big, big lot of money. Please don't come. So, wir müssen jetzt ganze Platten kaufen. Dafür kriegen wir XP. Dafür kriegen wir gigantisch XP. Wichtig. Wichtig und richtig. Ja, Max Level. Guck, wie schnell. Max Level. Max Level, Baby! Stylus! Ja! Ja, liebt denn der alte Johnny? Dann hätte ich vielleicht auch, ja, mir das sparen können. Hätte nicht so viele kaufen müssen. Und hätte für die Pistole direkt leveln können. Na gut, egal. Wir haben die Waffe wahrscheinlich Max Level jetzt, oder? Hallo, Bro? I have pistol? Oh, I'm sorry, man. What can you give me so I will let you live? What can you give me? You have some money or some shit? Hey, you have money? No money? Nix money? Nix money? Hey! 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 Affe, Digga. Deine Mutter. Wollte er mich wirklich töten, der Kleine. Ist schon chillig eigentlich so, macht schon Spaß, ne? Ist ein bisschen so meditativ, man läuft hier rum, man macht so die Aufträge, ab und zu redet man mit irgendwelchen Dullis. Ist eigentlich ganz chillig, muss ich sagen. Finde ich entspannter Rino. Viel angenehmer auf jeden Fall als Waffenleveln im Skill-Based Matchmaking Call of Duty Modern Warfare 2, Digga. Viel angenehmer. Ach, du ahnst es ja nicht. Hallo? Ey, Hypnotize! Ey, ich hab dich nicht angeschlossen. Bro, wo bist du schon wieder? In irgendeinem Haus, keine Ahnung. Du hast mich nicht angeschlossen. Ja, ich glaube, du hast mich nicht angeschlossen. Bist du gerade angeschlossen? Nee, jetzt gerade nicht. Ich werde gerade nicht angeschlossen. Vorhin aber, ja. Wo bist du? Hast du 1000... Wieso bist du gesprungen? Was war das für ein Bug? What? Was war das gerade für ein Bug? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, Amadeus, Digga. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Ah! Zum Glück hatte ich die Waffe, ey, mit der Waffe. Aber hier ist ja wirklich jeder so gottlos am Sound schon. Wenn ich hier nur so ein bisschen am Babbeln bin. Für die Unterhaltung, für euch. Hier höre ich ja gar keine Schritte, das ist krank. Oh no, here's a lot of money. Please don't kill me. Bro, bro, du dummer Hurensohn, Alter. Meine Fresse! Mann! So, wo kriege ich jetzt Geld? Oh, wo kriege ich Geld? Es gibt keine Knacker mehr. Alle sind so knacksüchtig, ne? Alle machen so XP hier. Wirklich schlimm. Ist ja wirklich furchtbar, wie weit. Hey, Pippi Langstrumpf. Hey, Pippi Langstrumpf. Jede Kasse ist hier leer. Zweimal, zweimal, vier. Wie die, wie die, wie sie, wie die, 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 wie leckeres Geld. Nur noch 1200 brauche ich. Oh. Yo, Bro, no. Schade. Oh, 6K, er hat auch gelevelt. Oh, ja. Yeah. Ah, Bro. Oh, no. Ey, hast du was zu bieten für mich? Affe, Alter. Flieg, mein Engel. Das ist der letzte Auftrag auf der ganzen verfickten Map, ey. Und bis ich da angekommen bin. Lahm wie nichts mit dem Boot, ne? Lahm wie Philipp. Knacki, knacki, knacksen. Oh nein, hier schießt einer. Ey, bitte nicht schießen, bitte nicht. Please don't shoot, man. Can you promise me not to shoot? Why would I do that? Because you're a nice guy, man. Aha, ha, ha, ha. Okay, fuck you, man. Fuck you. Three people are on me. Ist doch irgendwas. Buzzy, Alter, du Buzzy. Jetzt wechsle ich zu der.
und complete den Contract. Fast tot. Wichtiger EP jetzt, wichtiger EP. Guck mal, Waffenstufe 8, das ist halt das, was man machen muss. Das ist ganz wichtig, ne? Müssen diese Aufträge machen, aber es sind halt zu wenig auf der... I have a lot of money. It would be really nice of you if you not kill me. Please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me. Please don't kill my vibe. Du bist ein Hurensohn, Alter. Der Gerät hieß er. Er hieß der Gerät, deine Mutters. Jemand snipe auf mich. Digga, deine Mutten, Mom. Oh, was sind das für Leute, ey? Ja, push doch, Digga, da push doch, du Faulpeter. Digga, was? Ich treff nicht? Ja, du... Arschgefickter, Digga. Ja, was für ein Loser. Yo, gib mir den Platten, John, ey. You're a piece of shit, man. I'm at shop, you can kill me now. Aha, ha, 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 ha. Hatte die Chance. Oh, wichtige und richtige EP. Weg hier. Ja, komm. Nur nervige Leute unterwegs hier in Solos, ne? Muss man so ehrlich sagen. Oh, hallo. Da war einfach oben einer drauf. Die Sniper ist so geil. Die Sniper macht so Spaß. Hast du Geist oder bist du da? Da ist einer. Bro, wahrscheinlich ein Hitmarker in den Kopf. Hitmarker in den Kopf! Oh mein Gott! Schöne EP nimmt auch noch mit. Oh no, 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 no. Mal da oben in der Luft. Der landet hier, der landet hier. Hey, I know you're here, bro. Wie viel sehr wollen sie das eigentlich hier noch streaken? Das ist ja eklig. Oh. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ey. Digga, für was, für was, für was? Was ist das für eine Bastardzone? Ich muss mit Platten geben, ne? Ist ja so eine Hundebengelzone. Ja, Digga. Okay, okay. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Leute, es war trotzdem ein geiles Session, ein geiles Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Daumen fett nach oben. Wir gucken nochmal kurz, wie viel EP wir jetzt hier gemacht haben. Final 17 Level. War schon stabil. Dafür, dass wirklich nicht viel richtig lief, ich nur ein oder zwei Panzerknacker hatte. Ich glaube, nur einen. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall nicht optimal. Dafür haben wir echt viel gemacht. Cooler Trick, cool, entspannte Rino, kann man das machen. In Warzone, macht das gerne nach. Checkt jetzt noch M-Controller ab mit dem Code John, 90 Euro über dieses Wochenende. Vergesst das nicht, Link ist in der Videobeschreibung. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video, wie man den richtig zusammenstellt. Falls nicht, es gibt auch noch ein ziemlich aktuelles Video zu dem Thema, dann auch in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt das ab. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes, prächtiges Wochenende. Haut rein. Ciao. Ciao.